Hey Leute und willkommen Nein. zu einer neuen Folge von Doch. Formel 1 2019 hier zusammen mit dem Jan bei Racing Point. Hi. Wir haben gerade aktuell das letzte Rennen vom letzten Wochenende aufgenommen. Das heißt, wenn wir gerade ein bisschen crazy drauf sind und uns immer noch totlachen, ja, nehmt uns das nicht übel, ihr könnt euch auch eher freuen, ja. Das ist eine witzige, krasse Folge. Alles klar. Wir so gut sind. Ich habe jetzt, glaube ich, 27 Punkte Abstand zum ersten Platz. Verstappen ist auf dem ersten Platz und irgendwie ungefähr so 10 zum zweiten. Also drei Rennen gibt's noch. Also ich habe eigentlich deswegen, keine Chance. Ja, man du bist gerade auf Platz 8. Man muss ehrlich sagen, ich bin auf Platz 8. Ich habe hunderte Punkte Abstand zu dem da vorne. Also ich werde nichts mehr Krasses erreichen. Ich weiß gar nicht, ob du mich theoretisch noch einholen könntest. Könnte ja, wenn du absolut verkackst, aber das schaffe ich nicht. Will ich auch nicht. Das ist irgendwie 50 Punkte oder so von mir entfernt. Also wie gesagt, Verstappen muss hart verkacken. Wie viel hast du denn? Weißt du das? Hast du gerade gesagt? Wie viel hast du? Ich habe 180, glaube ich. Okay, ja. Ich habe 182. Ich habe 124. Also 60, gut 60 Punkte. Also diese S's sind zum Beispiel schon mal richtig... S's? S's. Ui, ich fall wach gerade raus. Schon mal richtig doof. Ja, Leute, wir haben noch drei Rennen. Also, mit dem deine heutigen. Aufgabe ist ja jetzt, haben wir ja schon mal abgesprochen, Verstappen immer töten, ne? Ist klar. Dann werde Was ich Platz 1. Das ist ja geil. Weil, wenn der immer Platz 2 wird und nicht immer Platz 1, dann kann ich kann das nicht mehr schaffen, weil es 27 Punkte. Also, Leute, was Ziel ist für das heutige Rennen? Letztes Wochenende war traurig, ja. Wir haben zum ersten Mal seit langem wieder Formel 1 gebracht und die Folge ging wahrscheinlich so 5 Minuten. Ich weiß es nicht. Aber das ist ziemlich verrückt gewesen. Wir wollen auf jeden Fall jetzt wieder Gas geben und das erfolgreich. Ja. Keine Ahnung, wird schon irgendwie schief gehen. Ja, das sowieso. Das sowieso. USA ist eigentlich so eine Strecke, die ich feiere. Ich finde die echt cool. Nee, cool. Also die letzten, allesamt, die letzten vier finde ich alle scheiße. Deswegen, also der Schlusssport, zwar war ich letzte Saison auch schon Brasilien wird so nicht. Nice. Alter, die Sonne blendet mich, ich sehe nichts. Du siehst nichts, bist du schon gefahren? Ich starte gerade meine erste Runde. Ich hab zu spät hochgestellt, ich Idiot. Meine Pedale sind schon weg. Ich hasse diese S's, Alter. So ekelhaft. Hier kurz vor Startziel die letzte Ding, da siehst du einfach gar nichts. Die Sonne ja, brennt dir weiß. Einfach ultra ins Mull. Ja. Jetzt sag ich jetzt nichts. Aber ich gebe mir Mühe, Leute, ich gebe mir echt Mühe. Auch das soll besser werden. Gegengeraden. Oder was heißt Gegengeraden? Aber ich zeige eine lange Gerade. Also sehr gut werde ich nicht sein, ja, aber ich gebe mir echt ja, Mühe. Ja, wahrscheinlich gleich hier so erst am Platz oder so. Ja, das wäre nicht sehr gut. Ja, das stimmt. Ah, ja. Also erster Platz im Qualifying, das ist ja noch gar nicht. Stimmt, die Bots sind halt wirklich in meinem Qualifying immer noch ein bisschen langsamer als tatsächlich im Rennen. Oh ja, die Stelle kenne ich. Echt, kennst du? Das wird auf jeden Fall keine lila Zeit. Da habe ich mich zur Hälfte gedreht. Also ich hatte einen kleinen Quersteher ja, nach das den war Esses. Ein Schalenker, ein großer Schalenker. Aber so richtig Schalenker. Krasse Fehler hatte ich jetzt nicht. Super, das war die schnellste Runde. Vielleicht starte ich mal nicht vom Platz 800 oder so. Ey, was macht Verstappen denn schon wieder auf Platz 2? Der regt so auf, ganz ehrlich. Ja, ich komme jetzt gleich auf Platz 2. Ich komme jetzt gleich auf Platz 2. Nee, du kommst auf Platz 1. Meine war richtig schlecht. Oh, tatsächlich. Wollen wir in die Wand fahren oder lassen wir es so? Ja, tschüss. Ja? Ich bin weg. Okay, dann. Weil Leute, wir sind ja unter Zeitstress. Wir sind immer noch unter Zeitstress, ja. Motor dass wir aus. So in deswegen, einer halben Stunde schon fertig sind. Also wie gesagt, Menschen. Außerdem die KI ist tatsächlich im Rennen halt wie gesagt besser als im Qualifying. Und deswegen ist das Qualifying immer relativ einfach. Wo, aber im Rennen müssen wir ultra gegen die kämpfen. Das ist halt irgendwie krass. Ja. Ja, also wäre gut, wenn irgendwie Verstappen nicht so lange. Nicht so Platz 10 oder so? Nee.
Oh, 0,0. So eine schlechte Runde hast du gefahren. Ja, die war schlecht. Leute, ich glaube, ich starte zum 100. Zum 100. oder? Ja. Seit 100 Tagen starte ich endlich wieder auf Platz 1. Ich hatte ja auch keine erste Reihe oder so. Ich starte immer sauer weit hinten. Alles klar. Er hat mir gesagt, es gibt immer einen Unfall. Echt? Ja, er hat gesagt, bei so vielen Autos, und es sind immer so viele Autos. Nee, es gab schon mal eine Saison mit, ich glaube, 22 Autos. Da hat er gesagt, da gibt's in der ersten Kurve da immer einen Unfall. Also, hat er recht. Der Start ist innen, das finde ich richtig häßlich. Ja, aber ich habe den echten Grand Prix natürlich auch geguckt. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Schlechter. Sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber ja, Mann. Das Problem ist, dass mein Start, was heißt das Problem? Mein Start war schon immer scheiße. Ich habe ihn nicht trainiert. Das heißt, er wird auch jetzt scheiße sein. Ja. Und dementsprechend hast du sowieso einen kleinen Vorsprung. Ich werde dir innen Platz lassen, falls du an mir vorbeigezogen bist und Verstappen dann da ist innen. Ja, den werde ich natürlich dann einfach wegrammen. Ja, genau. Dann wird er mich drehen. Ich genau. Fliege in die Wand und guck dir eine halbe Stunde zu, wie du weißt. Eine halbe Stunde? So viel? So lange? Ja, ich vertraue dir. Oh mein Gott, ich vertraue dir gar nicht. Upsi. Fahren wir mal ein Schild um hier. LOL. Trümmerteile auf der Strecke, Safety Car. Baumstoff ist auf der Strecke, richtig geil. Was sind das eigentlich für Schilder? Aus was bestehen die denn? Oh, ne? Irgend so ein Kack. So Stahl. Damit, wenn du dagegen fährst, damit du aus der Tod 10 Minuten abklingen. Also versuch da wenn drauf, du schon so doof bist und dagegen fährst, dann soll es auch bestraft werden. Ja. Ja. Also mir hat er gerade gesagt, der Regen klingt gleich ab. Ja. Er ist der Sonnenschein. Ja, Ziel ist eigentlich jetzt meine Kamera mal neu zu starten. So. Das wäre schon mal ein Erfolg, weil dann würde ich 20 Minuten fahren. So, hochstellen. Ich hab's nicht geschafft. Bist du gar nicht mehr gewohnt so als Erster, ne? Dass nee. Du aufpassen musst. Ich dachte, das macht er viel, viel später. Come on jetzt. Kriegen wir hin. Also, weiß ich nicht. In echt ist die. Junge, warum fährt meiner links, rechts, links, schlecht, rechts? Ja, um eine Reifen aufzuwärmen. Also ist die innere halt schlecht, weil es da angeblich immer irgendwie so sehr dreckig sein soll. Ja, das hat natürlich Einflüsse hier aufs Spiel. Ja, genau. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Ja, also ich schrei ganz laut, Kuppel wenn ich fahre, okay? Dann erschrickst du mich noch und dann fahre ich noch mehr irgendwo rein. Okay, jetzt hochstellen. Ich hab so Angst. Ich bin richtig gut gestartet. Im Vergleich zu mir startet jeder gut. Ich starte so schlecht immer, ich weiß nicht, was ich da mache. Keine Ahnung. Ich werd weggerammt. Alter, die Innen. Du solltest doch wegrammen. Die Innen drängen mich so. Ich hab fast mich auch weggerammt, aber die Innen drängen mich so. Alter! Der zieht einfach vor mich, als wäre ich nicht da. Ich muss jetzt so lange durchfahren, ich will ja, nicht, fahrt einfach nicht alle vor mich, ich hab keinen Bock mehr. Esses wieder haben, wie ich bin einfach gerade ausgefahren bei den Esses. Ja, ich will das nicht wieder. Unerlaubtes Überholmanöver. Diese Schalenker machen wir in Mexiko. Das ist so ein anstrengendes Rennen. Formel 1 ist echt gesagt, ein anstrengendes Rennen. War ein guter Start. Also der Start war einer meiner besten Starts überhaupt. Ich hab verdammt ein bisschen gebremst, ziemlich böse gebremst. Sehr gut. Also, das war kein krasser Start von dir. Du hast einfach nur mich neben dir gehabt. Dann Digga, ich hab alle eingeholt wieder. Er hat gesagt, es ist nicht der Start, nach dem wir suchen. Upsi. Ich verstehe gar nicht, wie du das machst. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo wir wissen, mit welcher Drehzahl man starten muss. Ja, seitdem ist es scheiße. Nee, seitdem starte ich richtig. Ich starte jetzt einfach wieder mit Vollgas, das ist mir egal. Ich bin also ohne Spaß, ich bin gar nicht so unzufrieden, also dafür, dass es dann so ultra hektisch geworden ist, habe ich mich jetzt mittlerweile relativ gut
gut positioniert und durchgesetzt. Ja, ich bin Platz 6 jetzt. Und wo ist Verstappen? Der müsste Platz 7 sein, sehe ich jetzt aber nicht mehr, weil ich jetzt auf Platz 5 bin. Okay. Sauber gemacht. Glaubst du, der hat einen Schaden, also auch am Auto? Ja, weiß man nicht. Ja, kann schon sein. Also er ist auf jeden Fall nicht so aggressiv hinter mir gefahren. Also er ist sehr zurückgehalten gefahren. Vielleicht einfach, weil er einen Schaden hat. Vielleicht aber auch was am Auto. Ja, Leute, sorry, wir sind. Das ist so der witzige Zeitdruck. Typ. Ja, der ist Zeitdruck. So. Das ist der. Oh nein, ich bin raus. Also zumindest aus der Kurve, aber hier ist wenigstens keine Wand. Jo, Norris, ich bin einfach 100 Mal schneller als du. Gefickt. Alter, wie ich ihn platt mach wieder, weil ich so schnell einfach bin. Jetzt muss ich ihn rausdrängen. Ja, ich kann's nicht so, das geht Alter, sehr schwer. Der grünen Sektor und ah doch, ich hab ihn. Lilla? Ich hab ihn. Das heißt, du bist hier schneller gefahren oder noch nie? Nee, ich nicht. Nee, du bist ja, ich nicht. Was denkst du denn von ja, mir? Ja, ich bin da auf jeden Fall auch nicht schneller, weil ich hab wieder grün. Also das heißt, ich hab mich verbessert, aber ich hab nicht absolut verbessert. Vielleicht hatte ich vorhin Lila, aber jetzt habe ich nur grün. Ja, sag ich ja. Sagt er. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt Scheiße. Verfügbar. Das als VSC auf der Strecke. Alter! Safety Car ist auf der Strecke. Safety Car! Echt jetzt? Delta beibehalten. Ja. Langsamer ich, werden. Ohne Leute. Ohne Spaß. Was? Das geht jetzt schon wieder weiter oder geht ohne Spaß, Leute. Das Einzige, was mich virtuell ist. Ja, ich verstehe das gar nicht. Du hast eine. Nee. Egal. Das Einzige, was mich daran mega abfuckt, ist, dass es immer die gleiche Scheiße ist. So, ich fahre nicht schlecht, es ist alles in Ordnung, du drückst einmal zu schnell aufs Gas, dich drehst aus der Kurve. Das könnte locker einfach nur ein roter Frontflügel sein und immer, bei mir fliegt immer instant der Reifen weg. Ich finde das echt. Ich hab so ein Pech. Keine Ahnung. Also VSC ich, endet. Gleich kommt klar war es ein Fahrfehler, klar war scheiße. Aber theoretisch, weiter. Wenn die Wand 2 Meter weiter hinten gewesen wäre, hätte ich sogar noch abbremsen können vorher. So, mit so einer Geschwindigkeit war ich da dran wahrscheinlich. Was passiert? Reifen weg. Es ist ärgerlich, es ist echt ärgerlich. Ich war auf Platz 5. Hab Guard hochgestellt, damit ich hier auf Startziel wieder überholen kann. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich die Leistung konstant gehalten hätte, was natürlich aber schwierig ist, dass ich auf dem Podium gelandet wäre. Weil ich finde die Strecke cool und ich bin auch nicht schlecht gefahren. Keine Ahnung. Ich bin immer noch enttäuscht. Keine Ahnung. Wieder nur ein Rennen. Schaut auf jeden Fall bei Jan ein Rennen, eine Folge. Schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Vielleicht gibt's da 2. Man weiß es noch nicht. Unbedingt vorbeigucken. Und morgen gibt es dann halt ein anderes Video. Keine Ahnung. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Also, hier geht es ja noch weiter. Ja, und die alle drauf. Ich hoffe, natürlich mit Platz 1. Und ich hoffe, Verstappen. Also, mal klar. Also Verstappen soll bitte, ich weiß nicht, also irgendwie Punkte darf er ja schon im Endeffekt bekommen, aber auch Platz 3 oder so sind echt viele Punkte und ich weiß nicht, ob das irgendwie reicht, dass er das wirklich machen darf. Super gut fahre ich jetzt auch nicht, aber theoretisch, Hamilton kommt zwar jetzt gerade ein bisschen näher, aber das war natürlich auch gerade absoluter Bullshit, was er gerade gemacht hat. Wenn ich leichter werde, dann wird es vielleicht auch besser. Das hoffe ich einfach mal. Das müsste 1, 2, 3, 4, 5 oder so jetzt sein, glaube ich. Kann ich dir gleich alles sagen, wenn ich ein paar Bilder hier mache, glaube ich. Jo. Also ich Platz 1 mit der lilanen Zeit wären 26 Punkte. Oh nein, ich hasse diese Kurve. Du Platz 1.
Boah, ich muss den so krass durchlassen. Okay, Verstappen ist Platz 6, das sehe ich jetzt selber. Wollen wir mal kurz nachgucken, wie es ist. Meine Reifen sind so dreckig jetzt. Eselig, meinst du? Ja, eselig und dreckig. Dreckig. Neues Shirt incoming, wer weiß. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,0 Sekunden. Kacke. So. Alles klar? Nee, gar nichts ist ja klar. Ich dachte, ich hätte den ersten Platz safe oder so. Ich glaube, dieses Jahr wird keiner von uns Weltmeister, ehrlich. Ehrlich, oder? Unehrlich auch. Ich habe seit 20 Rennen nicht mehr dran geglaubt. Das, ja, das du, aber ich hab noch dran geglaubt. Aber nach Mexiko und nach dem, was da jetzt gerade passiert ist, ich meine, ich hasse diese letzten vier Strecken, ganz ehrlich. Ich eigentlich nicht. Letzte Saison habe ich einen Mega-Einsprit hingelegt, hab's dadurch geschafft. Ich weiß noch, heute, wie ich in dieser Saison irgendwie so, ich glaube, ich hatte eine Siegesserie von irgendwie 4-5 Rennen oder so teilweise, also was heißt teilweise, also einmal in der Saison gehabt. Das war jetzt so geil. Ich war halt echt noch nie so krass wie damals in diesen letzten Rennen. Ich habe eigentlich nie so Siegesserien, also sehr, sehr selten, dass ich mal ein paar hintereinander richtig krass bin. Aber damals, das war heftig. Aber das kann ich nicht wiederholen. Ja, aber boah, überhaupt. Alter. Junge, wir brauchen wieder Energie. Reduziere den ERS-Einsatz. Außen überholt. Und jetzt der Schalenker. Ja, und da hat's mich in die Wand gedreht. Ja, genau, das mag ich wohl nicht. Oh Gott. Oh ja, da sind Teile geflogen. Alter. LOL. Er wollte dich gerade wegboxen. Echt? Ja, er ist so, also aus der Kameraperspektive sah es auf jeden Fall ultra so aus. Er ist, ich komm da nicht mehr durch jetzt. Er ist da so quasi schon hinter dir, aber er ist so neben dir gefahren, hat dann so einen Zucker nach rechts gemacht. Alter, was? Also wenn er neben dir gewesen wäre, dann hättest du dich richtig fett gedreht. Ich kann mich schon mal vorbereiten auf Football Manager. Da bin ich auch richtig gut. Aber das ist eigentlich so ein richtiger Kackaufnahmetag. Also schon gestartet auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist lustig, das ist das Geile in dem Auto. Lustig, macht Spaß, aber ja, so meine Spiele sind es jetzt nicht so, also die ich so gut kann. Du bist doch so gut im Football Manager. Cool. Werden wir ja gleich sehen. Ich glaube, ich habe einen Sieg oder so nach 12 Spielen. So, nochmal. Okay, nee, mit dem Frontflügel kann ich nicht. Oh mein Gott. Also ja, außen fahren kann ich, aber außen überholen kann ich. Ich werde überholt, ja. Ja, ich dachte schon, du ziehst jetzt rechts. Nee, ich hab das selber gesehen. Okay, geh sanfter du mit dem Wagen. So viel Schaden wechseln, verträgt er auf Dauer nicht. Wann wechselst du denn? Regulär, die Reifen? 11, 12. Ja, auf Gelb, ne? Weiß ich nicht. Ja, planmäßig, ne? Weiß ich nicht. Vergessen. Ja, ich hab's wirklich vergessen. Das ja. Ist nicht mehr. Ja, bestimmt. Meinst du, ich soll auf Weiß wechseln? Wenn du jetzt gehst, ja. Wenn du noch 2-3 Runden aushältst, dann nicht. Kommt halt drauf an. Du müsstest halt jetzt defensiv fahren, damit, das wäre mein Tipp. Was soll ich? Defensiv fahren. Ja, nicht so in die Kurve reingehen, wie wo du dir den Frontflügel kaputt gemacht hast. Also ich würde keine krassen Überholmanöver mehr planen. Wenn du deinen vierten Platz so halten würdest. Keine krassen Überholmanöver? Ja, nee. Ja, genau, nee. Das meine ich. Nicht so riskant, defensiv. Ist einfach nicht
machen. Ja, das war so defensiv. Ja, du hast es gemacht, offensiv. Einfach nicht machen. Nicht mal. Also, soll ich? Nee, nein, nicht. Ja, weil, wenn du dir deinen Platz verteidigen könntest, dann würdest du erstmal ein paar Runden schaffen, ohne dass du rausfliegst. Und dann könntest du in ungefähr Runde 9-10 auf Gelb, würde ich sagen. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Ja, in Runde 10 gehe ich dann an die Box. Aber wie gesagt, wenn du jetzt mit der Verfassung und so attackierst, fände ich dumm. Ich würde sogar vielleicht auf Mager stellen. Wäre zumindest meine Taktik. Mager, ERS runter und so und einfach den vierten Platz behalten. An sich sieht es von der Konstellation aktuell für dich gar nicht so schlecht aus. Wieso? Botas ist ultra scheiße. Leclerc ist kacke, 18 ist Botas, Leclerc ist 17. 16, sorry. Ja, aber Verstappen interessiert mich eigentlich nur. Ja, Verstappen ist halt 6er. Ist du kannst halt echt. Ja, die halt S echt ist schwierig. Die S ist da von dir in der Zeit, aber in den anderen Sektoren kann ich rankommen. Ja, aber wenn du jetzt hast auf Mager? Nein, auf nicht. Er ist auf niedrig. Aber Benzin auf Standard. Ja, wie gesagt, ist ja auch deine Entscheidung, aber wenn du krass fahren willst, könntest du es jetzt tun, das ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt krass fahren? Ja. Also jetzt alle überholen? Alter Mode. Versuch ja gut zu fahren. Geh sehr vorsichtig aufs Gas. Alles. Ist halt kacke, ich fühle halt richtig, wie ich eigentlich viel schneller sein könnte, aber ich halt viel vorsichtiger fahren muss, um halt nicht. Ja, aber das ist auch egal. Wenn du deinen Platz 4 jetzt verteidigen kannst, dann bist du theoretisch nachher auch immer noch auf Platz 4, 5. Und dann kannst du die 10 Runden nochmal viel schneller fahren. Weil wie gesagt, die aktuelle Konstellation sieht nicht schlecht aus. Die vorne sind nicht so weit weg und so, also. Hamilton. Ja, nicht so krass. 6 Sekunden. Also 6 Sekunden zu Gasly, aber der ist halt direkt vor dir quasi. Ja. Also es ist. Wenn du denkst, dass du es vorbei schaffst, schalte dein ERS auf Überholen. Ich denke, ob, dass ich es vorbei schaffe, soll ich auch überholen schalten. Ich würde aber nicht denken, dass es vorbei schaffst. Nicht? Nicht denken würden an deiner Stelle. Auch wenn es so wäre. Macht er schon wieder offensiv, Alter. Ist irre, ist so. Du machst dir irgendwas kaputt durch die Scheiße. Hör doch auf, Mann, Jan! Ich hab's dir doch extra gesagt. Ach Mann, aber dafür konnte ich nichts. Ja, aber defensiv, Mann. Ja, aber dafür. Wir müssen unser Team hier pushen. Guck, jetzt bist du in der Pechschäle drin. Nee, meine Reifen waren scheiße dadurch. Diese Kurve ist so heselig. Ist jetzt, dass das alles verkackt? Ja. Nicht angesetzt hättest zum Überholen, wärst du. Immer noch Platz 4. Digga. Alter, die greift das ist so scheiße. LOL, Junge, okay, pass doch auf! Box, ja! Box, wir passen die Strategie an. Er fährt einfach auf die Strecke. 5 Sekunden. Ich war ja schon auf der Strecke. Nein. Was ist passiert? Ich konnte nicht mehr Tja. Das meine ich mit, hättest defensiv fahren sollen. Also ich will jetzt hier nicht Moralapostel machen oder so, aber... Schreib mich, ja, wir fangen gleich an. Aber ohne Spaß, also... Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du nicht angesetzt hättest zum Überholen, wärst du... Ja. ...in 2 Minuten an der Box gewesen und hättest noch dann schnell fahren können. Okay, jetzt weiß ich noch nicht mehr, ob es theoretisch klappen könnte mit... Jetzt hast du vergangen. Erster Platz. Verdient. Wollte es nicht auf mich hören. Nicht okay, reiß. Das war
Wirklich scheiße, okay. Wo ist praktisch denn schlecht gemacht. Vierter Platz ist noch geholfen. Jetzt kritisiere ich dich. Aber wir gucken nochmal, weil das haben wir in der letzten Folge bei mir nicht gesehen, sondern wir gucken mal, wie die Platzierung denn jetzt insgesamt ausschaut. Zwei Rennen gibt es richtig noch. Gut. Aber ich hasse auch USA und ich hasse Mexiko. Brasilien wird richtig gut. Also, ich habe, oh mein Gott, ich habe 49 Punkte Abstand. Ja, einmal frei. Und ich kann noch 52 Punkte erreichen. 3 Punkte darf der jetzt noch in 3 Rennen. Und ich muss beide gewinnen. Okay, also kann ich schon gar nicht mehr schaffen. Und Hamilton ist vor mir, also ich will mich auf jeden Fall nicht mehr einholen lassen. Platz 3 wäre natürlich cool, Platz 2 wäre auch cool, Platz 1 ist noch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ja, ich würde sagen, die letzten beiden Rennen auf jeden Fall noch ordentlich versaut. Also generell, also die letzten Rennen insgesamt. Also die erste Halbzeit der Saison war, glaube ich, eher gut für mich. Die zweite eher schlecht. Und tatsächlich, die letzten Rennen waren bis jetzt immer in jeder Saison quasi von mir wirklich schlecht. Und es bleibt einfach dabei. Ich weiß nicht, es liegt aber auch an den Strecken und nicht unbedingt, dass die jetzt am Ende sind, sondern ich mag die nicht. Da sind so hässliche Kurven mit dabei. Heselig, sorry. Ich habe auch das richtig heselige Shirt an, Leute. Und ja, wir bedanken uns jetzt mal wieder fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.